Liebe Zuschauer, willkommen zurück zum nächsten Part des Force Specials hier aus dem NS-15. Wir stehen jetzt hier immer noch im Wald, im Prinzip an einer ähnlichen Stelle, ein bisschen weiter nördlich von dem, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Und diesmal möchte ich nämlich nicht die Bombe fällen und zu Hackschnitzeln verarbeiten, sondern mit dem anderen, mit dem Ponce Buffalo, abtransportieren zum Sägewerk. Und dann können wir uns mal zusammen das Sägewerk anschauen. Und genau dafür würde ich sagen, steigen wir erstmal hier in den, ja genau, nicht in diesen, in den Buffalo, sondern in den Scorpion King ein. So, da sind wir wieder. Den hatte ich im letzten Part schon mal vorgestellt, dieses wunderbare Gerät. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe im letzten Part schon gesagt, wunderbar, aber der ist auch wirklich wunderbar. Wir stecken jetzt auch wieder hier das Gerät an, wechseln mal in die Indoor- bzw. Cockpit-Perspektive. Und ich würde sagen, wir schnappen uns mal hier direkt diesen Baum, der hier vorne steht, den sägen wir einfach mal ganz frech weg. Da fahre ich den Arm wieder runter, wähle den Baum an, säge den ab und habe ihn direkt am Haken. Ich spiele übrigens genau wie beim letzten Mal mit dem Xbox 360 Gamepad für Windows, für alle, die das interessiert. Und jetzt gucken wir mal, wo wir den Baum hinlegen. Ne, ich würde sagen, wir legen den mal doch lieber auf die andere Seite. Da ist ein bisschen mehr Platz, um den gleich dann abzutransportieren. Zur Länge würde ich sagen, da benutzen wir wieder eine 5 Meter Länge. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 4 Meter benutzt. Fällt mir gerade ein. Diesmal würde ich sagen, nehmen wir die 5 Meter. Einfach aus dem Grund, da wir die dann besser abtransportieren können. So, dann sagen wir es mal. Ja, genau. 5 Meter wollte ich eigentlich sagen. Dafür sollte man natürlich auch auf 5 Meter stellen. Das wäre vielleicht meine Idee. So. Wir schneiden 5 Meter Stämme. Wunderbar. Kullern jetzt hier natürlich ein bisschen rum, aber das ist kein Problem. Ja, einen kriegen wir noch, würde ich sagen. Ja, genau, jetzt haben wir nämlich wieder ein paar schöne Längen. Wir werden gleich natürlich nur die ganz dicken abtransportieren und diese dünnen werden wir hier liegen lassen, denn das lohnt sich nicht, die zum Sägewerk zu transportieren. Jetzt hier wieder diesen Baum, gleiches Spiel wie eben. Anvisieren, nächstes Mal. Das Greifinstrument runterfahren, absägen. Schnipp, schnapp, Baum ab. Dann wieder rückwärts fahren. Und nach Möglichkeit nicht irgendwo hängen bleiben. Das ist jetzt noch nichts Neues. Ich mache das jetzt auch nur noch mal mit diesem Baum. Viel mehr will ich jetzt gar nicht davon produzieren, von den Baumstämmen, denn das würde sich nicht lohnen. Es wird nämlich gleich eine wahnsinnige Frimmelei, das aufzuladen. Da graut es mir jetzt schon vor, das aufzuladen. Ich glaube, ich werde es wieder grandios nicht schaffen und quasi vermurksen. Aber wir werden es gleich sehen. Ich gebe natürlich alles. Mal schauen. So, ein Stück schaffen wir noch. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, fahre ich den mal hier so ein bisschen an die Seite. Wir haben jetzt einiges produziert, ein bisschen was auf die Straße geschmissen. Aber ich würde sagen, das ist kein Problem. Sollen sich die Autofahrer mal nicht beschweren. So, jetzt ab in den Ponce Buffalo. Das ist, ja, sieht ähnlich aus und eine ganz coole Funktion. Wir können mit B mal die Fahrtrichtung ändern, drehen uns dann. Ich switch mal in die Kameraperspektive, in die Innenperspektive mit der Kamera. Und da haben wir dann jetzt hier die Ansicht. Nochmal so einen schönen Bildschirm, finde ich sehr schön gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der animiert ist. Nee, ich glaube nicht, der ist leider fest. Bisschen schade, aber trotzdem nicht schlecht gemacht. So, den Greifer können wir jetzt mit den klassischen Controls bewegen. Oder eben mit dem Controller. Wie gesagt, ich benutze den Windows Controller, beziehungsweise Microsoft Controller, Xbox 360 für Windows. Damit lässt sich das herrlich, beziehungsweise relativ herrlich steuern. Und deutlich besser als mit der Maus. Das ist, alle, die es ja mal probiert haben mit der Maus, die sind da ja nicht so wirklich begeistert von. Denn das ist dann wirklich so eine, ja, es grenzt schon ein Glücksspiel, dann einen Baumstamm oder was man auch immer greifen will, dann zu bekommen. Von daher kann ich wirklich allen nur so ein Gamepad empfehlen. So, ihr seht ja schon, ich habe angefangen, das irgendwie zu greifen. Mal gucken, ob mir das irgendwie gelingt. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt hebe ich mal an. Und habe sogar direkt schon zwei Baumstämme hier am Haken. Beziehungsweise hatte zwei Stück am Haken, müsste man jetzt schon sagen. Egal, besser als gar keinen. Jetzt fahre ich gerade aus Versehen schon wieder so hoch. Das ist auch schon wieder blöd. So, noch ein Stück drehen. Und jetzt würde ich sagen, fahre ich nur mal den oberen Greifarm ein, beziehungsweise klappe den an. Ja. Müssen wir noch ein Stück nach links. So, jetzt sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Bisschen drehen. Also auch hier denke ich, dass man das mit etwas Übung noch besser machen kann. Ist halt wie oft immer eine Frage der Übung.
Soll ich mal kurz die Kameraperspektive ändern, um zu gucken, wie viel Platz da noch nach hinten ist? So, das sieht doch wunderbar aus. Jetzt lasse ich den ollen Stamm mal fallen. Zack! Und dann haben wir den auch schon aufgeladen, den ersten Stamm. Und weil das so gut geklappt hat, machen wir das Ganze nochmal mit dem nächsten Stamm. Der liegt jetzt hier so ein bisschen ungünstig. Das ist ja der, der uns eben runtergefallen ist. Aber mal schauen, ob wir den nochmal gut kriegen. Hoch, runter. Also, erinnere mich, habe ich auch im letzten Part schon gesagt, alles so ein bisschen halt an den Forstmod. Da war das halt sehr ähnlich, auch mit der Steuerung natürlich, ganz klar. Und da gab es, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, so eine, ja, ich nenne es mal Zielhilfe. Da konnte man die Stämme nur mit anvisieren. Die gibt es natürlich jetzt hier nicht. Hier muss man das jetzt, ja, per Augenmaß quasi dirigieren, den Greifer. Aber es geht besser, als ich gedacht habe. Also, bevor ich das hier eben aufgenommen habe, habe ich schon ein bisschen probiert. Und da ist mir bei weitem nicht so gut gelungen. Und von daher bin ich jetzt echt gut drauf, dass das so supi klappt. So, jetzt ein bisschen konzentrieren und das Ganze wieder aufladen. Gleich Spiel wie eben. Dann fällt noch ein bisschen hoch. So. Wunderbar. Also ich finde das ein bisschen schade. Das ist täuscht aus dieser Perspektive. Da weiß man nicht, wie viel Platz man noch hat. Nach hinten. Ja, da ist nämlich noch extrem viel Platz. Ich dachte, wir wären schon viel näher dran. Noch ein bisschen so. Wunderbar. Jetzt können wir den wieder fallen lassen. Ja, komm. Fall noch runter. Parallel fast aufgeladen. Das ist schon fast ein Meisterwerk. Finde ich, da kann man ruhig mal klatschen. Nein, braucht ihr nicht. Das bringt mir nichts. Genau, jetzt probieren wir nochmal das Ganze. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Die liegen nämlich wieder ein bisschen weiter weg. So, Greifer wieder drehen. Und dann der dritte Anlauf. Mal gucken, ob es geht oder ob ich den Arm noch anders ausfahren muss. Oh, ich probiere mal, ich weiß gar nicht, ob die Zange ganz offen ist. So, jetzt ist sie ganz offen. Und jetzt greifen wir einfach mal hier so rein. Und probieren einfach mal die beiden Stämme zu packen. Das sieht noch nicht 100% supi aus. Ah, scheiße! Jetzt habe ich die Zange aus Versehen aufgemacht. Das sollte natürlich nicht passieren. Jetzt rollt der Stamm weg. Super. Egal. Wir nehmen einfach mal nochmal diesen Stamm. Jetzt habe ich da den ollen Arm auch zu weit ausgefahren. Also das war jetzt das Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Man sollte es nicht irgendwie irgendwo hinschmeißen. Das kann man machen, wenn man Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen haben möchte. Dann kann man es irgendwo hinschmeißen. Aber naja. Es hat jetzt ja doch noch geklappt, hier einen Stamm zu greifen. Ich lade jetzt auch, glaube ich, gleich nur noch einen Stamm auf, weil ich keine Lust habe, erstmal den ganzen Wagen hier voll zu laden. Und die Sache natürlich, wir müssen das gleich beim Sägewerk auch irgendwie wieder abladen. Und von daher habe ich da keine Motivation, hier die ganze Karre voll zu laden. Ich denke, ihr könnt das verstehen, ist ja auch jetzt nur so ein kleines Special-Video. Vielleicht machen wir es dann später im Let's Play, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das im Haupt-Let's Play dann auch sehen wollt. Oh, den Stamm habe ich jetzt sehr schief aufgeladen. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. Ich würde sagen, da arbeite ich kurz nochmal ein bisschen nach. Greife mir den nochmal so ein bisschen. Und lade ich den jetzt hier hin oder lieber dahin? Weiß ich jetzt auch nicht. Legen wir den mal hier so hin. So, ich glaube, so ist gut. Das geht nämlich schnell, dass man den aus Versehen dreht. Mit dem Greifer. Und da hat man es nämlich schon, dass das irgendwie Mist wird, Grütze wird. So, jetzt fahren wir den erstmal wieder ein und ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder in diese Perspektive. Da kann ich ein bisschen besser arbeiten. Drehen uns nochmal rüber. Drehen nochmal die Zange. Wunderbar. Geht das. Und holen uns dann den. Ja, komm. Holen uns dann den vierten Stamm und dann können wir gleich zum Sägewerk fahren, was hier um die Ecke ist. Nicht, das ist, wir stehen ja nicht umsonst hier. Ich habe das ja schon eben ausgewählt, diesen Punkt. Damit wir nicht extrem weite Fahrwege haben, sondern dann direkt zum Sägewerk fahren können und dort die Stämme abladen können. So, jetzt will ich eigentlich da diesen dicken Stamm nochmal mir greifen. Probier ich mal, ob ich das hinkriege. Bitte, 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 bitte. Nein, das sieht schon mal nicht gut aus. Ich glaube, ich habe da nichts im Haken. Ja, bomb! Das war jetzt auch wieder sehr schön, sehr gut gelungen.
Aber jetzt liegen sie ein bisschen weit auseinander. Vielleicht gibt es jetzt etwas besser. Mal schauen, ob das jetzt klappt. Ich glaube, jetzt ist er in der Zange drin. Jawohl. Jetzt sind wir schon ein bisschen am Schwanken hier mit unserem Fahrzeug. Aber auch das ist natürlich kein Problem für uns. Ja, wir haben es ja hier voll drauf, forsttechnisch. So, jetzt nicht den Arm zu weit einklappen. So, jetzt ziehen wir den mal wieder zu uns ran. Also das, ich merke schon, man kommt da schon besser zurecht, wenn man es ein bisschen übt. Macht auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ah, den wieder ein Stück hoch. Ist halt auch so eine nette Beschäftigung dann für zwischendurch. Jetzt wechsle ich mal wieder in die andere Kameraperspektive. Und wir sagen, dass wir hier diesen Stamm fallen. Wunderbar, hat das geklappt auch. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir den nochmal so runter. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Kran in Transportstellung bringt oder was die Transportstellung eigentlich ist. Ist aber, denke ich, auch nicht so wichtig. Wir fahren nämlich jetzt direkt ohne uns nochmal zu... Oder drehen wir uns nochmal? Komm, wir drehen nochmal unsere Kabine. Ganz wunderbar. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte, wie wir dann am besten zum Sägewerk kommen. Gut, erstmal müssten wir dann die Straße hochfahren. Und dann rechts. Ich fahre jetzt mal ein Stückchen rückwärts. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht die ganze Fracht verliere. Das wäre nämlich sehr ungünstig. Ja, das hält ziemlich gut, wunderbar. Und jetzt düsen wir mit dieser unheimlich hohen Geschwindigkeit von 21 km/h zum Sägewerk. Wenn wir jetzt hier so rumfahren, können wir hier nochmal ein bisschen die Landschaft angucken. Hier haben wir nochmal eine Halle, einen Unterstand, den man benutzen kann. Keine Ahnung wofür, aber kann man halt Maschinen reinfahren. Oder man kann es natürlich auch lassen. Jetzt kommen wir, da vorne haben wir glaube ich wieder irgendwo so eine Tafel mit Missionsaufgaben, genau. Oder müssen wir jetzt hier, glaube ich, auch schon direkt rein, um zum Sägewerk zu kommen. Hier sehen wir schon ein paar Holzstämme liegen. Warum die da liegen, keine Ahnung. Einfach wahrscheinlich nur Deko. Sieht einfach nur gut aus. Und dann fahren wir hier auch schon runter und sehen dort vorne, glaube ich, schon das Sägewerk. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, wo wir hier die Stämme abladen können. Ich glaube, ich bin jetzt gerade irgendwie scheiße reingefahren. Ja, natürlich. Super. Jetzt müssen wir natürlich hier runter, fahren dann so eine schnittige Rechtskurve und kommen jetzt hoffentlich zum Sägewerk. Mal gucken, wo man hier am besten lang fährt. Das weiß ich nämlich auch noch nicht so 100 Pro mäßig. Ah, hier, okay, wir fahren am besten hier so lang und gucken jetzt mal, wo wir hier die Stämme abladen können. Da vorne sehe ich nämlich schon mal so ein Symbol. Oh, haben wir gerade Ladung verloren. Scheinbar schon, scheinbar haben wir schon zwei Stämme irgendwie verloren unterwegs. Das ist natürlich ein bisschen schade. Keine Ahnung, wo die jetzt runtergefallen sind. Ist aber letztendlich auch egal, ich will es ja nur kurz zeigen. So, jetzt wollte ich eigentlich gerade mal das Symbol auslösen, so gesehen. Fahr da mal rein. Wollen Sie Holz verkaufen, können Sie es hier in den Teich befördern. Für lange und gerade Holzstücke erhalten Sie mehr Geld als für kurze und gekrümmte Stücke. Auch das eigentlich ganz logisch. Ich drehe wieder unsere Kabine. Ist jetzt letztendlich egal zum Abladen. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir für diese beiden schicken Stämme, die uns übergeblieben sind. Eigentlich waren es ja vier, jetzt sind es nur noch zwei. Kein Problem, aber muss ich auch sagen, hier der Wassereffekt sieht wieder sehr schick aus. Auch nochmal eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Jetzt probiere ich hier kurz mal den Greifer zu schließen. Das geht jetzt wunderbar, deutlich einfacher als das Aufladen. So wechsle ich mal in diese Perspektive. Klappe den Arm so ein bisschen aus. Lass das natürlich runter, nicht dass wir hier umkippen. Und dann würde ich sagen, lassen wir es mal fallen. Und dann schauen wir mal, ob wir ordentlich. Und genau, da ist gerade ordentlich Geld aufs Konto geflossen. Ich weiß jetzt gar nicht genau wie viel, aber es hat einiges an Geld gegeben und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Parts. Falls euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer, gebt dem Video einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da oder abonniert diesen Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Es kommen natürlich in der nächsten Zeit wieder Videos aus dem regulären Let's Play und außerdem kommen noch einige neue Projekte. Ihr könnt ja auch schon gespannt sein auf das, was kommt und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.